Das fünfjährige Bestehen von C&P Consulting und SRS Immobilien waren Grund, um am 27. Mai ins St. Veiter Schlössl in Graz zu einem großen gesellschaftlichen Ereignis einzuladen. 350 Gäste aus Wirtschaft, Politik und Medien sind dieser Einladung gefolgt. 5 Jahre feiert die C&B Consulting, aber bei Ihnen dürften es eigentlich schon ein bisschen mehr sein, gell, an Erfahrung. Ja, Herr Rodl, es ist so, natürlich habe ich das alles vorher, was wir jetzt machen, privat ausprobiert. Also ich bin in etwa 20 Jahre in dieser Branche und habe also eigene Investments gemacht. Ich habe also Wohnimmobilien gekauft. Das heißt, unser Konzept, das wir jetzt verfolgen, damals privat ausprobiert und dann für die Anleger umgesetzt. Ich kann es immer noch kaum glauben und kaum fassen, dass es wirklich schon die 5-Jahresfeier ist. Aber natürlich, ich denke, dass ein großer Dank an dieser Stelle dafür, dass wir marktführend geworden sind, einfach unseren Kunden gilt, unseren Partnern gilt, allen Freunden gilt, all denjenigen gilt, die hier einfach mitwirken. Und in diesem Sinne haben wir einfach dieses 5-Jahres-Fest oder diese 5-Jahres-Feier ins Leben gerufen, um einfach einmal an diese Leute ein herzliches Dankeschön auszusprechen und es hier in einem angenehmen Ambiente und Rahmen zu feiern. Als Ehrengast konnte man unter anderem Marcel Remus, den jüngsten und einen der erfolgreichsten Immobilienunternehmer Europas, gewinnen. Wir haben gehört, Sie sind heute das erste Mal in der steirischen Landeshauptstadt Graz. Haben Sie eine von Graz schon etwas gesehen? Ich war heute schon in Graz in der Stadt, habe mir die Stadt angeschaut, gefällt mir sehr, sehr gut. Muss ich wirklich sagen, tolle Geschäfte, tolle Gebäude, sehr schöne Architektur. Und ja, jetzt bin ich das ganze Wochenende hier in Graz und da werde ich mir noch einiges anschauen. Rückblickend kann man nur sagen, dass man als sehr junges Team, sehr dynamisches Team begonnen haben und in den letzten 5 Jahren sehr, sehr stark gewachsen sind, tolle Mitarbeiter dazu bekommen haben und nur durch diese tollen Mitarbeiter war das überhaupt möglich. Meine sehr geehrten Damen und Herren, einen recht schönen guten Abend und herzlich willkommen hier im St. Veiter Schlössl, überfüllt dieser Festsaal. Ich freue mich, dass Sie da sind. Sie als unsere Ehrengäste heute am Abend heißen wir Sie besonders herzlich willkommen. Es ist ein toller Abend, der von C&B Consulting und SRS Immobilien gestaltet wird für Sie, meine Damen und Herren. Und ich freue mich, dass Sie da sind. Und ein Mann, der jetzt gleich zu uns herauskommt, meine Damen und Herren, ist eigentlich ein Tausendsasser, ein erfolgreicher Tausendsasser. Er ist nicht nur Vorstandsvorsitzender und Hauptaktionär der C&B Consulting AG, sondern natürlich auch Geschäftsführer in der Gesellschaft der SRS Immobilien GmbH. Herzlich willkommen hier bei uns auf der Bühne, Ingenieur Markus Ritter. Herr Ingenieur Ritter, die beiden Unternehmen C&B, SRS, die machen ja eigentlich eine ganze Menge. Was haben eigentlich die beiden Unternehmen miteinander zu tun und wie entstehen da eigentlich Synergien? Was tun wir eigentlich? Wir sind Anlegerwohnungsanbieter. Wenn man das im Detail betrachtet, dann ist die SRS Immobilien GmbH für die Beschaffung, für die Entwicklung, für die Bewertung und für den Bau der Immobilien zuständig, sowie in weiterer Folge für das gesamte Bewirtschaften, sprich Verwaltung und Vermietung. Und die C&B Consulting AG beschäftigt sich mit der Vermarktung, mit der Vertriebspartnerbetreuung, mit der Kundenbetreuung und letztlich natürlich auch mit der Kapitalbeschaffung. Diese beiden Unternehmen spielen natürlich sehr gut zusammen. Auf diesem Weg ist es uns auch gelungen, im vorigen Jahr rund 30 Millionen Euro Volumen zu bewegen. Und mit diesem Volumen, das entspricht rund 250 Anlegerwohnungen, die wir im Vorjahr verkauft haben, ist es uns auch gelungen,
österreichischer Marktführer zu sein. Herzlich willkommen, Josef Schober. Was natürlich ganz wichtig ist, ist das Konzept. Wir sind seit 2006, seit wir also unsere Strategie begonnen haben, genau exakt unserer Linie treu geblieben. Das heißt, unser Geschäft ist ausgerichtet auf Wohnimmobilien. Wir haben uns also nicht verzettelt. Wir sind dieser Linie treu geblieben. Dadurch auch der Erfolg. Ich glaube, nur gemeinschaftlich kann das wirklich gut gehen. Und ein starker Partner, den ich gleich in der ersten Reihe sehe, ist die Steuer- und Wirtschaftsberatungskanzlei LBG. Einerseits bin ich Aufsichtsratsvorsitzender des Unternehmens und auf der anderen Seite ist also Rat gefordert, vor allem also in strategischen, wirtschaftlichen, wichtigen Fragen, den zwei jungen Vorständen hier mit einer gewissen Erfahrung und Lebenserfahrung zur Seite zu stehen. Also ich habe mir damals, als ich gesagt habe, ich mache mich selbstständig, natürlich sehr viel Gedanken gemacht. In welche Schiene möchte ich, welchen Bereich möchte ich abdecken, möchte ich alles machen, so wie viele meiner Kollegen auf Mallorca. Und ich meine, wer Mallorca kennt, weiß, es gibt Immobilienmakler so wie Sand am Meer und davon haben wir natürlich eine Menge. Sondern war für mich eigentlich ganz klar, ich möchte mich spezialisieren, weil ich glaube, wenn man sich spezialisiert, egal in welcher Berufsbranche, dann kann man sehr, sehr stark werden. Und dann war für mich klar, es ist natürlich schöner, Immobilien zu zeigen für 1,5 Millionen als für 150.000. Und dann war eigentlich klar, machen wir den Luxussegment oder das Luxussegment und zeigen den Kunden, präsentieren den Kunden und verkaufen unseren Kunden einfach Träume. Und das macht super viel Spaß und funktioniert. Und ich bin wirklich glücklich, weil ich, als ich mich selbstständig gemacht habe am 2. Oktober 2009, habe ich so viel entgegengebracht bekommen von Leuten, die gesagt haben, um Gottes Willen, du bist 22 auf Mallorca. Es gibt doch so viele Makler auf Mallorca. Jetzt fang du doch nicht mit deiner Idee jetzt als Makler anzufangen. Das wird eben sowieso nichts. Kannst du lassen. Also wir haben so viele Leute dagegen gesprochen und negativ wieder. Und dann kam ich natürlich wieder mit meinem kleinen Herzchen hat gesagt, nee, wir schaffen das, irgendwie funktioniert das und gib Gas nach vorne, man muss ein Ziel haben, man muss sich durchsetzen, egal was die anderen sagen. Und das haben wir da gemacht und 5 Wochen später haben wir ein Haus für 10 Millionen verkauft, knapp 10 Millionen und dann war natürlich Mallorca, meine lieben Kollegen, erstmal baff. Kommt der kleine Junge um die Ecke und verkauft ein Haus für fast 10 Millionen. Also das heißt, um die Frage zu beantworten, wir starten ab 1,5 Millionen und Ende offen. Besprechst du auch irgendwie, dass Sie vielleicht Kunde werden von C&B? Ja, ich bin noch nicht Kunde hier, aber ich muss ganz ehrlich sagen, die Veranstaltung ist toll. Das, was ich jetzt bisher mitbekommen habe, auch was ich in der Vergangenheit schon gehört habe, ist wirklich sehr interessant. Eine tolle Leistung, was er gemacht hat bisher, auch mit seinen Kunden. Sehr, sehr interessante Möglichkeit, sein Geld anzulegen und da kann man sicherlich auch mal drüber reden, dass ich mein Geld hier anlege. Ich wünsche Ihnen das Beste. Vielleicht gibt es heute noch ein paar Tipps von Marcel Remus. Ja? Bitte gerne. Ja, gut. Ich danke Ihnen auf jeden Fall. Ich danke Ihnen auf jeden Fall. Danke Marcel Remus, danke Thomas Schober, danke Josef Schober und Dankeschön dem Markus Ritter. Ich darf Sie bitten, Platz zu nehmen. Ich wünsche Ihnen jetzt einen schönen Abend. Ich wünsche Ihnen einen guten Appetit und im Namen von SRS Immobilien und C&B Consulting darf ich Sie jetzt ganz herzlich zum Buffet einladen und guten Appetit und das Buffet sei ab nun, meine Damen und Herren, eröffnet. Ein unterhaltsames Abendprogramm mit Live-Musik rundete den Abend neben einem großartigen Buffet ab. Gefällt Ihnen das Fest? Ja, sehr gut. Tolle Location, tolle Gäste, das Wetter spielt mit, Gott sei Dank. Bei dem Fest heute, was gefällt dir am besten? Na, es ist unglaublich, was die Burschen hier wieder auf die Beine gestellt haben, beziehungsweise die Damen von C&B umgesetzt haben, die Pläne. Es ist eine C&B-würdige Veranstaltung und einfach Respekt und spiegelt nur den wirtschaftlichen Erfolg dieser Firma wieder. Das Ambiente, nette Leute. Und für mich als Deutsche ist das alles neu. Ja. Was wäre Ihr Traum, wenn Sie den erfüllen könnten? Ein Penthouse im Herz-Jesu-Viertel, wenn Sie mich so genau fragen. Ja. Warum gerade Herz-Jesu-Viertel? Weil mir die innerstädtische Lage einfach gut gefällt und einfach die Gegend. Sehr gut gefällt es mir bis jetzt. Weil das Ambiente schön ist, die Band ist super toll und die Leute, es ist eine super Stimmung und es sind alle cool.
Wenn du dir jetzt da irgendwie eine Wohnung wünschen würdest, oder eine Immobilie, ein Haus, ja, hättest du da eine besondere Vorstellung? Ja, und zwar die neue Immobilie von C&B gegenüber von der Grazer Messe, die jetzt gerade gebaut wird. Das Projekt habe ich schon angeschaut, das ist sehr schön. Kann ich nur empfehlen. Ich wohne in einer Wohnung, also derzeit, ich habe zwar ein Wochenendhaus, aber Traumhaus habe ich noch nicht gefunden. Eine Traumimmobilie. Ich würde mal sagen, Traumimmobilie wäre für mich sehr viel Ruhe, vielleicht ein bisschen Abgeschiedenheit, aber auf der anderen Seite trotzdem irgendwie die Nähe zur Großstadt. Und ich glaube, die gibt es fast nicht, die müsste man sich herzaubern. Außer, hier könnte man sie vielleicht finden, das wäre auch recht nett, oder? Auch Mario Haas und Werner Gregoritsch ließen sich dieses gesellschaftliche Ereignis nicht entgehen. C&P Consulting AG und SRS Immobilien freuen sich auf die nächsten 5 erfolgreichen Jahre. Herzlichen Dank für Ihr Vertrauen.